Hallo, heute habe ich auf dem Markt frische Bärlauch gekauft. Bärlauch kann man sehr gut unter die Pasta mischen, kann man als Aufstrich mit Frischkäse anmachen. Man kann auch den Bärlauch, so wie der ist, einfach ein Jahr lang, ohne dass man mit dem Öl anmacht, haltbar bei sich behalten. Ich zeige euch, wie es alles funktioniert. Hier nehme ich den Knoblauch, den Stiel tue ich mal weg und ganz einfach durch die Kleine schneiden. Ungefähr so, dass es einfach, wenn ich es in den Mixer schneide, nicht so große Teile habe. Funktioniert ausgezeichnet. Ich tue den Stiel weg, der Bänder, was drumherum ist, und schneide die einfach gleich. Soweit haben wir das. Ich hole jetzt meine Mixerschüssel. Ich tue die alle rein. So, jetzt habe ich in den Mixer, was ich dazu gebe, ist einfach Salz, um ein bisschen haltbar zu machen. Und ich gebe nur Olivenöl dazu, dann hält sich sehr lang. Und nicht einfach sparsam sein, weil das Öl wird ja wieder verbraucht. Schon fertig. So, es ist sehr schnell gegangen. Ich habe es gleich geschnitten. Und was ich jetzt mache, ich nehme einfach diesen Bärlauch gehackt in einem Marmeladenglas, Einmachglas, fülle ich das auf. Nicht ganz voll. Ich gebe ein kleines bisschen so Salz drüber. Ich benutze eigentlich nur Steinsalz. Ich verwende niemals einfach jodiertes Salz. Ich bin überhaupt nicht dafür, das jodierte Salz oder raffinierte Salz zu nehmen. Die haben immer ein Trennmittel dazu und aus dem Grund, ich schwöre immer auf Steinsalz oder Himalaya-Salz oder Meersalz. Das herkömmliche Salz nehme ich nicht. Und ich fülle es einfach mit bisschen, ich decke es einfach mit Olivenöl ab. Und somit ist es von oben auch sehr gut geschützt. Ich mache das zu und diese Bärlauchglas können Sie lang, mindestens ein halbes Jahr aufheben. Ich empfehle auch, was ich selber mache, einzufrieren. Die Farbe ändert sich nicht und wenn Sie das aufdauern, da ist ungefähr 120 Gramm hier in diesem kleinen Glas da drin. Da können Sie sehr lang aufheben und auf einmal bei einem Portion Essen, Vorbereitung ist es verbraucht. Was wir sonst noch mit diesem Bärlauch, was wir vorbereitet haben, machen können, ist, dass wir einfach so ein bisschen Frischkäse nehmen. Ich habe einfach ungefähr, ist vielleicht 200 Gramm. Ich nehme diesen Bärlauchpaste, was ich gemacht habe, bereite ich. Ich bin sehr großzügig damit. Es auch mit rein, da ist der Bärlauch mit Frischkäse gemischt und was ich sehr gerne unter meine Aufstriche, was ich auf dem Markt verkaufe oder selber verbrauche, benutze, ist Pinienkerne und ich gebe auch ein bisschen Pinienkerne mit rein. Und wieder auch genug, gar nicht so viel. Ich möchte es ja selber essen. Ich möchte ja auch meinen Kunden, dass sie genießen. Pinienkerne, Bärlauch und Frischkäse. Was ich sehr gerne habe, ist ein bisschen schwarzer Pfeffer. Ich benutze indische oder der persische Pfeffer und ich tue es ein bisschen mit rein. Kleines bisschen ist reicht schon und ich tue auch ein bisschen schwarzer Pfeffer noch mit rein. In
Menge an Salz und Pfeffer könnt ihr selber abstimmen, selber bestimmen, wie viel ihr möchtet. Ich bin kein Mensch, wo einfach sagt 125 Gramm Salz oder Pfeffer. Jeder hat einen vernünftigen Kopf und kann selber bestimmen, möchte ich ein bisschen mehr Pinienkerne, ein bisschen mehr Salz haben. Natürlich zu viel Salz, dann macht es ein bisschen salziger. Oder mit zu viel Pfeffer, dann kommt der Geschmack vom Bärlauch, wird unterdrückt. Dann kommt eher der Pfeffergeschmack. So ist es jetzt fertig und wir mixen das jetzt schon. Und ich zeige euch jetzt, wie es aussieht. Sehr schön, sehr fein, super sieht es aus. Ist mindestens, so wie ihr seht, 10 Tage haltbar. Kann man als Aufstrich nehmen, kann man unter die Pasta mischen. Ich mag es, wenn ich unter die Pasta mische und die Pinienkerne schön viel drin sind. Aus dem Grund mögen auch meine Kunden diese Bärlauchaufstrich, wie ich es zubereite. Jetzt haben wir wunderbar dieses Aufstrich gemacht. Besteht aus Bärlauch, Olivenöl und Salz und sonst gar nichts. Einige Leute geben auch ein bisschen Käse, Parmesan und die Nüsse, Pinienkerne, Cashewkerne oder Walnüsse gleich mit rein. Rate ich ab. Wenn ihr wisst, dass ihr gleich innerhalb einer Woche oder zwei Wochen benutzt, ist gar keine Frage. Aber ohne den Käse und diese Nüsse wird diese Paste sehr länger haltbar sein. Und vor allem, wenn ihr an dem Tag, wo ihr benutzt, wenn die Nüsse drunter macht, dann ist diese knackige Pinienkerne schon unter die Zähne richtig super fein schmeckend. Und aus dem Grund mache ich diese Paste immer ohne Nüsse und ohne den Käse. Und der andere Käse, was wir hier gemacht haben, war ja mit Frischkäse gemacht. Pinienkerne waren da drin, Olivenöl war da drin und ein bisschen Pfeffer. Salz war ja sowieso. Salz ist für mich auch als Haltbarkeitsmittel, was unter meinem Käse immer ein bisschen mit reinkommt. Auch wenn ich einen Aufstrich mache, was ich mit Datteln mache, kommt auch ein bisschen immer eine kleine Prise Salz mit rein. Denn Salz, was ich nehme, habe ich gesagt, es ist immer der Steinsalz, sonst nicht. Ich werde in dem nächsten Video euch zeigen, wie ihr ein Bärlauch, was ihr habt, lang aufheben könnt. Das heißt mindestens ein Jahr. Das geht super klasse in dem nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Ich werde sofort zurück antworten. Bedanke mich.